Wo kommt der denn jetzt her, Alter? Null Knockback oder was? Junge. Willkommen zurück, ihr kleinen Lubis. Bei mir Lubius AP und wir spielen heute wieder Sky Wars mit dem guten Enderman Kid. Wie schon versprochen und wie schon gesagt, wir spielen jetzt mit dem Enderman Kid. Hier unten in der Videobeschreibung wird auch morgen nochmal die Abstimmung verlinkt von vorgestern, damit ihr gleich schon mal abstimmen könnt für das Kit, was ich dann nach der Gamescom spielen soll. Ich würde sagen, mal gucken, wie wir die Runde jetzt hinkriegen, weil vorgestern haben wir ja diesen Kleinen einfach nur mal ganz seidig-schmeidig gemacht. Jetzt bin ich ja gerade in Köln, vielleicht auf der Gamescom, vielleicht aber auch nicht. Das wird man ja dann sehen. So, zack. Und man hat direkt nochmal eine Enderperle. Und ich bin direkt in der Mitte, kann mich direkt schnell ausrüsten. Ha! So ein scheiß Kit hatte ich wirklich noch nie, Alter. Also, beziehungsweise so ein scheiß Equip hatte ich bisher noch nie. Hätte ich auch nicht gedacht, dass das so scheiße ist. Wirklich, da ist das Tank-Kit fast besser. Aber man hat eine gute Chance hier so als kleiner Erdbahn in der Mitte, ne? Man kann die Leute ganz seitig schmeidig runterhauen. Das Ding ist natürlich, die können auch kommen. So ist es nicht. Aber die bändeln sich schon mal da hinten. Die sind richtig am Battle Network. Den da hinten versuche ich mal zu kriegen. Vielleicht treffe ich den auch gerade mal. Perfekt. Seitig schmeidig geregelt. Gleich schon mal ein Kill. Das ist ein bisschen blöd hier. Ah, da ist noch eine Kiste. Die habe ich gar nicht gesehen. Aber da ist nur eine Dia-Axt drin. Ich bin auch schon ein bisschen am Überlegen. Ich glaube, eine Dia-Axt ist schneller dadurch. Die ist dadurch ein bisschen schneller und wir sind tot. Wie ist der denn hier so schnell hingekommen? Mal so eine Frage. Mit einer Enderpearl. Mit einer Enderpearl. Wir gehen gleich in die nächste Runde rein. Okay, Leute, weiter geht es hier auf der Map Ferry. Mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen Glück haben hier auf der Map. Das wäre natürlich bombastisch. Mal seitlich schmeidig rüberwerfen. Sollten wir eigentlich auch überleben. Perfekt. Sind direkt unten drunter. Können uns direkt ein bisschen ausrüsten. Ja. Wo kommt der denn jetzt her, Alter? Null Knockback oder was? Junge. Alter, leck mich doch hart am Arsch. Den Verzauberungstisch mit. Man weiß ja nie. Denn es gibt immer Leute, die sowas brauchen könnten, ne? Weiß man ja. Seidig schmeidig erstmal einsacken hier. Jetzt gucke ich mir mal ein bisschen von hier an. Die Team, wie es aussieht. Finde ich natürlich nicht so geil. Aber er teamt doch nicht. Ich glaube, er sneakt. Kleiner Teamer da unten. Ey du, ich bin dein bester Freund. Ich bin dein bester Freund. Kennst du mich? Ich bin ein besser... What? What? Erzähl mir doch nichts. WTF? Jo, Leute, weiter geht's. Mal gucken, ob wir die Runde ein bisschen hinkriegen. Ich könnte nämlich jetzt mal direkt zum Start ein bisschen Equip gebrauchen. Werfen wir uns direkt mal in die Mitte. Sind auch direkt da. Goldappel. Haben wir auch direkt mal Equip. Können uns auch direkt mal ausrüsten hier. Zack. Zack. Den haben wir auch nochmal gemacht, schnell. Einfach mal abstauben hier. Bisschen scheiße von mir. Aber egal. Haltbarkeit. Die Hose ist besser als normale Hose. Ausgerüstet. Zack. Sind wir nur noch zu dritt hier im Spiel geschehen. Ich habe alle Schneebälle und Eier rausgenommen. So hat keiner was davon. So. Wo ist denn der Letzte? Ach so, okay, das ist nur noch der Letzte, der da drüben ist. Ja, dann würde ich mal so sagen, sind wir so frei, ne? Und hau den einfach mit ein paar Eiern runter. Und dann war's das schon, dann haben wir schon gewonnen. GG!
Wir haben einfach mal mit dem Enderman-Kit ganz easy die Runde getrackt. Wenn es euch jetzt wie immer gefallen hat, Leute, lasst einen Daumen da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Kit. Habt noch einen schönen Tag. Und ich genieße jetzt erstmal die Tage weiter auf der Gamescom. Bis Samstag. Tschüss.